Hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy Rebirth und dem Beagle. Ich habe mich jetzt mit mir selbst auf 25 Minuten Parts geeinigt. Mal gucken, ich werde vermutlich wie immer überziehen. Ihr kennt es ja aus Final Fantasy 7 Remake. Da ist es ja auch immer mehr geworden. Ich bin gespannt, wie lange die Einleitung jetzt soweit noch geht. Ich weiß, ich hätte vorher trinken können. Hätte Fahrradkette, mache ich aber nicht, sondern wir rennen jetzt Sephiroth hinterher. Hey, du! Stehe nicht rum! Hilf so vielen, wie du kannst! Okay. Okay. Oh, okay. Es war gar keine richtige Zwischensequenz. Mein Sohn ist doch im Dorf! Bleib hier, es ist zu spät! Nein! Mama. Sorge um Mama. Herr Bürgermeister, war das wirklich Sephiroth? Ja, ganz sicher. Und der Mistkerl wird dafür büßen. Aber... Jetzt reißt euch gefälligst zusammen. Schneidet ihm die Fluchtrouten ab. Zu Befehl. Ja. Sephiroth? Bürger retten wäre sehr viel schlauer gewesen. Sein. Ich gehe davon aus, dass ich dem Bürgermeister folgen soll. Meinst du, ich muss sterben? Wo? Ich kann nicht schneller laufen. Wo? Habe ich den hier irgendwo gehört? Nee. Ich kann einfach nicht schneller laufen. Halt durch, Mama. Ich hol dich. Ja, aber komm ich darüber geklettert? Nö. Ein bisschen nervig, dass das jetzt ein bisschen in die Länge gezogen wird. Du mit deinem Schläppchen raus hier. Kann ich irgendwie hier raus? Ja. Geschafft. Was Cloud macht, ist auch kaum gefährlich. Ja. Vielleicht ist Cloud danach auch erst so geworden. Aus verständlichen Gründen. Der wütet anscheinend immer noch durchs Dorf. Das konnte er jetzt. Interessant. Versprich mir, dass du noch lebst. Ach komm, das war auch keine Rückblende. Sephi, Ross. Ich glaube nicht, dass sie noch lebt. Ja. Ach komm. Hätte ich mich auch ausblenden können. Ist seine Erinnerung da schon wieder anders? Lauf weg! Flieh! Überlebe! Hey! Hey! Alles okay? Halt durch, Mann! So ein Glück!
Du lebst! Ich bring dich hier weg! Drüber, Kumpel. Und wie willst du gegen ihn kämpfen? Gar nicht. Ist das nicht Tifas Vater? Ich bin mir nicht sicher. Ich verfolgte Sephiroth zurück zum Reaktor. Papa und ich waren schon geflohen. Oh, war gar nicht ihr Vater, Gott sei Dank. Aber dann meinte er, er könnte Sephiroth vielleicht zur Besinnung bringen und ist ihm gefolgt. Sephiroth nicht. Er hat das getan, oder? Sephiroth. Soldaten. Marco. Shinra. Sie alle. Ich hasse sie alle. Ich bin hier. Lass mich bitte ein zu dir. Wie konntest du nur? Wie konntest du so etwas tun?
die beiden sind so süß. Dabei hattest du doch versprochen zu helfen. Wenn ich mal in Not bin. Diesen Planeten zurückfordern. Ich hatte eine Vision vom verheißenen Land. Sephiroth! Mutter, sie sind wieder hier. Sie kamen und entrissen dir diesen Planeten. Ein Sakrileg. Doch gräme dich nicht. Mutter, von nun an werde ich immer bei dir sein. Du hast meine Mutter und Tifa getötet und das Dorf in Brand gesetzt. Ich bin der Auserwählte. Du bist ein Scheiß. Schon bald werde ich über diesen Planeten herrschen. Dabei habe ich dir vertraut. Aber du bist nicht länger der strahlende Held, den ich einst kannte! Ich frag mich, was bei Cloud da in den Erinnerungen rumwurschtelt. Das ist meine letzte Erinnerung. Mehr weiß ich leider nicht. Hey! Der große Sephiroth. Während einer Übung verschollen. Das lief damals in den Nachrichten. Und dann, einige Tage drauf, hieß es, dass er in Wahrheit im Kampf gefallen sei, nicht? Ja, genau. Die Nachrichten werden von Shinra fabriziert. Und die machen eh, was sie wollen. Wer sowas glaubt, ist selber schuld. Hör mal. Also ich hab das geglaubt. Na sowas. Shinra schreckt halt auch vor Desinformation nicht zurück. Was auch immer damals passiert ist. Unser Kampf mit Sephiroth in Midgar war real. Fest steht, er lebt. Zumindest existiert er. Warum ist er jetzt wieder aufgetaucht? Was hat er all die Zeit gemacht? Sephiroth will seinen Plan in die Tat umsetzen. Den Planeten zusammen mit Genova zurückfordern und sich dann zum Herrscher über alles machen. Nach 5 Jahren? Ich kann das nicht glauben. Es ergibt keinen Sinn. Auf diese Genova kann ich mir auch nicht so recht einen Reim machen. Iris? Gute Antwort. Entschuldigung. Ich bin das Leben hier draußen nicht so gewöhnt. Mein Rücken
ist voll verspannt. Zeig mal her. Voll die Best Friends, sag ich doch. Oh, weh. Aber lässt sich sicher richten. Gehen wir. Gut, machen wir Schluss für heute. Ich meine, was die Silberlocke so vorhat, die Silberlocke. Können wir am Ende eh nur raten, oder? So nenne ich den auch jetzt immer. Oh, ich würde den mit ins Bett nehmen. Ich würde mich dazulegen. Gute Nacht. Bist du noch wach? So gerade noch. Ich frag mich, was Cloud wohl in den letzten 5 Jahren gemacht hat. Woher soll ich das wissen? Na, du weißt doch sonst so viel, nicht? Was haben die da für eigenartige Decken? Bis es mir genommen wurde. Ausgelöscht wurde? Wegen der Mäuren? Möglich. Vielleicht haben sie mir meine auch genommen. Deine was? Das klingt sicher komisch. Aber ich glaube, Cloud war vor 5 Jahren gar nicht in Nibelheim. Ah, oh, Yuffie. Nee, tiefer. Cloud, bist du wach? Wie er das Schwert immer mitnimmt. Hi, Red. Oh, guckt ihn euch an, er ist so niedlich. Er ist so niedlich! Habe ich dich geweckt? Für dich, tut mir leid. Für dich ist er immer wach. Kein Thema. Ist was passiert? Nein, nicht wirklich. Ich wollte dich bloß etwas fragen. Können wir kurz reden? Klar. Okay, aber nicht hier. Komm mit. Okay, ich folge dir überall hin, liebste Tifa. Es tut mir leid. Ich weiß, viele sagen Iris, aber ich bin voll Tifa. Tifa starb durch meine Hand. Wer ist also diese Frau? Ein Rat. Vertrau ihr besser nicht. Es ist doch irgendwie voll Paralleluniversum hier. Wollt sie jetzt nach oben? Ich hoffe doch, die gute Frau wollte nach oben. Jo. Midgar liegt da drüben, oder? Weißt du... Ich wollte dich auch was fragen. Nur zu. Ich hab dich gesehen. Damals im Reaktor. Du warst verwundet. Und du hast verdammt stark geblutet. Ich war sicher, du würdest sterben. Soll das etwa heißen, du misstraust mir? Dass ich jemand ganz anderes bin? Hm?
Ich hätte nicht im Traum erwartet, dass du sowas denkst. Hier, sieh doch. Da, meine Narbe. Oh, nicht so schüchtern. Wenn Meister Sangan nicht gewesen wäre, wäre ich wohl wirklich tot. Er hat sein Leben riskiert, um mich zu retten und zurückzutragen. Der Arzt im Dorf hat mich noch nachts operiert. Und die Krankenschwestern waren die ganze Zeit über bei mir. Nur dank ihres Einsatzes bin ich noch am Leben. Und wo warst du? Was hast du denn die ganze Zeit gemacht? In all den 5 Jahren? Das ist alles unter Verschluss. War ja klar. Oh, Ärger im Paradies. Ich gehe zurück aufs Zimmer. Cloud, lass sie doch nicht so gehen, du Trottel. Leute, ich hätte die nicht so gehen lassen. Ich hätte ihr irgendeine Antwort gegeben. Ich hätte ihr die Wahrheit gesagt, dass irgendwas mit meinem Kopf nicht okay ist. Oh. Ist ja ganz schön laut, ne? Kann ich mit dir reden? Anscheinend waren wir doch nicht so gute Freunde, wie ich immer gedacht habe. Jetzt sag doch was! Klau doch nicht das! Und ich habe mich so gefreut, dich wiederzusehen. Boah, ich würde Cloud gerade gerne eine Ohrfeige geben. So eine richtige Batsch-Ohrfeige würde ich ihm gerne geben. Arme Tifa, ey. Gab's Stress? Nein. Wir brauchen wirklich nicht noch mehr Probleme. Klar. Nacht. Morgen sieht die Welt schon wieder anders aus. Red ist weise. Wo Licht ist, da sind auch Schatten. Ja, das ist wohl wahr. Kapitel 2. Hinaus in die weite Welt. Voll das schöne Zimmer. Oh. Lohnt es sich jetzt, mich einzublenden, oder? Was ist das? Eine kleine Aufmerksamkeit unseres Hauses. Eine Partie Karten macht aus Fremden schnell Freunde. Probiert's doch mal aus. Blut der Königin? Du kannst ab sofort das Kartenspiel Blut der Königin spielen. In vielen Städten findest du Toreros, die nur auf eine Herausforderung warten. Stelle dein Können auf die Probe und ergatter bei einem Sieg neue Karten für dein Deck. Auf der Karte sind andere Kartenspieler mit markiert. Besiegst du sie, erscheint an anderen Orten neue Stärke Toreros. Dein Deck kannst du im Hauptmenü unter Kartendecks einsehen. Zusammenstellen. Willst du ein Tutorial des Kartenspiels sehen? Ja, komm. Ich werde es vermutlich nicht machen, weil das nicht so mein Ding ist, aber wir versuchen es mal. Los geht's, dein Zug. Bei Blut der Königin legen die Spieler abwechselnd Karten in 3 Reihen auf dem Spielbrett ab. Ziel ist es, in jeder Reihe die stärksten Karten zu haben. Karten kannst du auf die Felder in deiner Farbe legen, auf denen ein kleines Figürchen steht. Probiere es direkt einmal aus. Ich muss den nehmen, ne?
Sobald du eine Karte abgelegt hast, wird ihre Stärke auf die Reihe angerechnet und neue Positionen zum Ablegen von Karten werden frei. Die Stärke ist rechts oben auf jeder Karte mit einer Zahl verzeichnet. Welche neue Position dir die Karte eröffnet, erkennst du an dem Muster auf der unteren Karten, auf dem unteren Kartenteil. Okay. Das war ich gar nicht. Lege nun eine Karte so ab, dass eine ihrer gelben Positionen mit einer bereits freien Position überlappt. Okay. Wenn das Positionsfeld einer deiner Karten mit einer Position überlappt, die du bereits kontrollierst, wird der Rang erhöht. Wie du an den zwei Spielfiguren auf dem Feld erkennen kannst, ist dessen Positionsrang aktuell 2. Karten können nur auf Position abgelegt werden, deren Rang mindestens so hoch ist wie ihre. Den Kartenrang erkennst du an der Zahl der Spielfigur links oben auf der Karte. Um starke Karten ausspielen zu können, musst du also die Ränge deiner Position erhöhen. Okay. Du hast nun eine Position auf Rangzahl. Versuche eine Karte desselben Ranges auszuspielen. Wenn die Position einer deiner Karten mit der des Gegners überlappt, nimmst du sie ihm weg und machst sie zu deiner eigenen. Zu beachten ist, dass der Positionsrang sich dabei nicht erhöht. Okay. Auf der linken Seite jeder Reihe siehst du deine aktuellen Stärke, auf der rechten die des Gegners. Die Nachbarfelder einiger Karten sind außerdem rot umrandet. Diese Felder unterliegen dem Einfluss von Kartenfertigkeiten und haben spezielle Effekte. Platziere deine Karten so, dass du nicht nur die Oberhand in möglichst vielen Reihen gewinnst, sondern auch ihre Fertigkeit effizient nutzt. Für den Fall, dass du einmal keine Karte ablegen kannst, kannst du deinen Zug mit überspringen. Wenn deine Spieler hintereinander passen, endet die Partie. Okay, ich check das 0, aber ist gut. Ich soll doch so hoch wie möglich gehen, oder? Ich check das nicht so ganz, aber ist okay. Ich glaube nicht, dass ich hier noch irgendwas wegmachen kann. Oh, dieses Hörnchen. Ich kann nicht spielen. Gemein. Ist die Partie beendet, werden die Stärkewerte beider Spieler für jede Reihe verglichen. Der Gewinner jeder Reihe hält seine jeweiligen Punkte gut geschrieben. Egal wie viele Punkte du in einer Reihe so angehäuft hast, sind sie zu niedriger als die deines Gegners, verlierst du. Am Ende werden die Punkte aus allen drei Reihen addiert und das Spiel. Okay. Der hat natürlich mit 10 da ordentlich losgelegt, ne? Tragisch. Na gut, ihr Lieben, dann mache ich hier einen Cut rein. Ich habe schon wieder überzogen wegen dem Kartenspiel. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Habt einen wunderschönen guten Tag. Und was soll ich machen? Ach, nach unten gehen. Nach unten soll ich. Ich kann da rein.
Okay, aber es bringt mir nichts. Die Mädels sind nicht da. Na gut. Haut rein.